SFK. La 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 la. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, liebe Paula. Guten Morgen. Mensch, heute ist ein schöner Tag. Ah ja, ja. Die Sonne scheint, die Vögel pfeifen. Genau, dann stell uns doch mal unseren Tag vor. Ja, heute ist Dienstag. Morgen ist Sonntag. Was? Sonntag? Oh, ich habe das Schild, glaube ich. Wieso ich? Hast dich vertan? Ich habe mich vertan. Moment mal kurz, ich schau mal kurz. Okay. Ich hole mal, glaube ich, das andere Schild. Da ist es ja. Ah, hast du's? Ja, guck. Tada! Da. Hui, ja. Bisschen schwierig. Oh, ups. Da liegt schon. Oh. Oh. Ui, ui, ui. Da. Ai, nein. So. Der Kampf mit dem Schild. Seht ihr? Das ist morgen. Mittwoch. Richtig, genau. Okay, dann tauscht es doch mal aus. Ja, mache ich gleich. So, jetzt. Ah, jetzt passt. Das ist jetzt der Mittwoch. Das ist nämlich morgen. Genau. Und gestern? Gestern war Montag. Richtig. Dann haben wir es jetzt. Ja, aber wir müssen ja noch vorstellen, was wir heute machen. Richtig. Aber jetzt ist die Kamera so eingestellt, dass man das gar nicht sieht. Dann müssen wir das ändern. Ja, Moment. Schau mal, ob ich das machen kann. Oh. Ah, da fährt die Kamera nach unten. Das habe ich jetzt gemacht. Sehr gut, super. Ja? Okay, dann kannst du gleich weitermachen. Ja, da ist nämlich Sachunterricht. Ja? Und danach ist Kunst. Ja, und ja. Paula, ja? Du weißt doch, für Sachunterricht brauchen wir noch jemanden. Ja, ich weiß. Wen brauchen wir denn? Den Willi. Soll man rufen? Ja, den rufen wir. Okay, ja. Auf drei wieder. Eins, zwei, drei. Willi! Ja! Ja, da ist er schon. Komm mal. Okay. Na, dann schauen wir mal, ob er kommt. Ja, dann gucken wir mal. So, da ist ja unser Willi. Ja, hallo Willi. Hallo. Mensch, Paula, der Willi hat uns heute eine neue Frage mitgebracht. Guck mal in der Lupe nach, kannst du uns die mal vorlesen? Ja, da steht, wie entsteht Regen? Boah, das ist mal eine interessante Frage. Hm? Ja. Hast du dich das auch schon mal gefragt? Oh ja, eigentlich schon. Schon, gell? Weil fällt ja einfach vom Himmel. Aber wie das passiert und wie das dazu kommt. Oh, weißt du da was? Mhm. Und vor allem, der Willi hilft uns jetzt da dabei. Ah, das ist schön. Genau. Kannst du dich erinnern, wir haben das letzte Mal im Sachunterricht, haben wir etwas vorbereitet für heute. Ja. Was haben wir denn da gemacht? Da haben wir doch so ein Glas. Ja? Mit einer Folie. Richtig. Zugemacht. Genau. Und haben wir noch einen Strich dahin gemacht, wo das Wasser ist, gell? Ja. Ich gebe dir jetzt mal das Glas. Mhm. Genau, da ist es. Und ich finde, damit die Kinder das jetzt dann ganz gut sehen können, machen wir eine andere Einstellung. Einfach nur von dem Glas. Ja, eine Nahaufnahme. So, genau. Jetzt sehen wir das Glas ganz gut. Ja. Kannst du denn mal beschreiben, was du da jetzt siehst? Oh ja, also da ist diese Folie drauf. Ja, hier haben wir die Folie. Und ich glaube, ich sehe da ganz viele Wassertröpfchen. Da oben, ja. Gell? Mhm, boah, da. Guck mal, das sind doch wie so kleine Regentröpfchen. Hm? Ja. Mhm. Ja, und weißt du noch, ich habe ja das letzte Mal einen schwarzen Strich gemacht hier. Da, ja. Und guck mal. Es ist gar kein Wasser verschwunden. Ja, richtig. Das haben wir sogar vermutet, gell? Ja, ist am gleichen Ort. Ja, warum haben wir denn gesagt, verschwindet jetzt da kein Wasser, so wie bei dem ersten Strich? Ja, es konnte hier nicht weg. Genau. Und das Wasser, wir wissen ja, das ist nach oben verdunstet. Und ist hier gelandet. Bleibt da kleben. Genau. Bleibt dort kleben und wenn da ganz viele Tröpfchen sind, dann fallen die wieder nach unten.
Genau, und so geht es dann immer wieder von vorne los. So, und jetzt, Paul, jetzt kommt eine schwierige Frage. Was meinst du? Ist das sowas wie Regen? Ach so. Hier in dem Glas. Du meinst, wenn das runterkommt wieder? Ja, also wenn jetzt da ein Männchen drin stehen würde, das wird bestimmt mit der Zeit nass werden. Weil die Tröpfchen von oben wieder runterkommen. Ach so, jetzt? Ja, und jetzt, Paula, jetzt erkläre ich dir und den Kindern mal, wie das draußen bei uns in der Natur mit dem Regen ist. Mhm. Hast du Lust? Oh ja, dann nehme ich dich jetzt mal mit auf die Reise. Mhm. Also, jeden Tag, weißt du, scheint die Sonne. Ja. Ja, und du weißt auch, dass durch die Wärme Wasser verdunstet. Mhm. Haben wir schon gemacht, den Test, gell? Mit der Tafel, kannst du dich erinnern? Ja, mit der Tafel. Da ist der Wasserfleck einfach verschwunden. Genau. Ja, richtig. Und wenn es sehr heiß ist, kann das Wasser sogar auch mal verdampfen. Mhm. Genau. Und diese Wasserteilchen, diese Wassermoleküle, habe ich dir auch schon erklärt, die steigen nach oben in die Luft. Und wir sehen das nicht, gell? Wenn wir draußen sind, siehst du das dann, wie die Wasserteilchen nach oben steigen? Kann man das sehen? Nein. Nee, das siehst du nicht, genau. Also die Wasserteilchen steigen unsichtbar nach oben. So, und jetzt überleg mal. Ist es oben wärmer oder kälter als unten? Ja, es ist oben wärmer. Warum? Weil man da näher an der Sonne ist? Nein. Je höher du steigst, umso kälter wird es. Ah. Ja, schau mal, wenn du auf einen hohen Berg steigst, da kann manchmal oben noch Schnee liegen. Und unten nicht. Ah, stimmt. Gell? Stimmt. Also die Temperatur wird oben natürlich immer weniger. Wird kälter. Genau. Ah, so, ja. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert mit den Wasserteilchen, wenn es kälter wird. Die waren ja, wenn sie unsichtbar sind, sagt man, die Wasserteilchen sind gasförmig. Und jetzt steigen die Wasserteilchen nach oben. Ja. Und da wird es kälter und sie bilden dann eine Wolke. Ah. Die sammeln sich da oben. Ja. Genau, die bleiben dann da hängen, weil es kälter ist und dann sehen wir sie auch wieder. Durch die Kälte wird Wasser wieder sichtbar. So, und es steigt ja. Auch wenn viele Wolken am Himmel sind, es steigt die ganze Zeit Wasser nach oben. Verdunstung passiert immer. Da gibt es keinen Stopp. So, also es gehen immer mehr Wasserteilchen nach oben, bis sie dann zusammen so ausschauen. Guck mal, da sind die Wolken jetzt ganz dunkel. Weil da so viele Wasserteilchen drinnen sind, die wir sehen können. Und die Wolke wird ganz schwer von diesen ganzen Wasserteilchen. Mhm. Hast du denn solche Wolken schon mal am Himmel gesehen? Oh ja. Was passiert denn dann wohl, wenn die so grau und so schwer sind? Ja, dann sind die voller Wasser. Und dann? Und dann wollen die Tröpfchen wieder runter. Genau. Und was passiert dann wohl? Ja, dann regnet es ja eben. Richtig. Ja. Und jetzt ist die Wolke so schwer und sagt, oh, ich kann diese ganzen Wassertröpfchen nicht mehr halten. Die müssen jetzt raus. Ah. So. Und das ist dann wie hier. Genau. Wenn die schwer werden, die Wassertröpfchen da oben, wenn immer mehr Wasserteilchen nach oben gelangen, werden die Tropfen irgendwann mal so schwer, dass sie plumps nach unten wieder fallen. Ah, verstehe. Und so fällt der Regen aus den schweren Wolken wieder nach unten. Ah. Und so entsteht der Regen. So,
Jetzt kommt die schwierigste Frage. Wieso ist es denn dann, wenn es geregnet hat? Wieso hört es dann nicht mehr auf zu regnen? Also es regnet ja immer wieder. Man kann ja nicht sagen, es hat geregnet und dann regnet es nie mehr wieder. Warum ist denn das so? Es regnet ja immer wieder. Also, das weiß ich, wenn es am Montag geregnet hat, dann regnet es Dienstag nicht, Mittwoch auch nicht, Donnerstag nicht, aber Freitag wieder. Wie kann denn das sein? Das ist... Ja. Soll ich dir mal helfen? Ich zeig dir mal ein Bild dazu. Ja. Das Wasser ist wieder unten. Genau. Und ja, oh ja, das sehe ich jetzt. Das sind viele Pfeile. Richtig. Und diese Pfeile zusammen ergeben einen Kreis. Das heißt, es beginnt immer alles wieder von vorne. Wasser, die Sonne scheint, Wasser steigt auf, verdunstet oder verdampft. Dann sammeln sich die Wasserteilchen als Wolke. Es kommen noch mehr Wasserteilchen dazu. Die Wolke wird immer schwerer und irgendwann mal platzt die. Und die Teilchen, Wasserteilchen, fallen nach unten, wieder auf die Erde, in die Wiese, ins Wasser. Und Wasser verdunstet ja immer wieder. Es hört nie auf. Es geht immer rundherum. Rundherum. Genau. Das Ganze nennt man nämlich Wasserkreislauf. Wasserkreislauf. Mhm. Und wenn du hier auf das Glas schaust, hier haben wir auch einen Kreislauf. Das Wasser steigt nach oben, sammelt sich hier, bilden Tröpfchen, dann fallen die Tröpfchen wieder runter und das Ganze geht immer wieder vorbei. Weil das Glas, Paula, das stand ja jetzt bei uns schon eine ganze Weile, gell? Ja, die ganze Zeit. Ich habe immer wieder drauf geguckt. Ja, genau, aber... Ist nichts passiert. Ist nichts passiert, das Wasser ist noch drinnen. Wir haben einen kleinen Kreislauf gebildet. Ich glaube, wenn man noch länger genauer hinschauen würde, wird man sehen, wie die Tröpfchen runterfliegen. Richtig, genau. Müsste man den richtigen Augenblick abwarten, gell? Ja. Und dann sieht man das, wie die Tropfen runterfliegen. Jetzt haben wir ein bisschen klopft. Dann können sie vielleicht runterkommen. Da ist noch zu wenig Wasser dort. Ja. Genau. So, und jetzt kommt was für Oberschlaue. Also für mich? Für dich natürlich. Wie man das nämlich nennt, wenn die Tröpfchen sichtbar werden. Das nennt man kondensieren. Kondensieren. Genau, kondensieren. Aha. Genau, und die Tröpfchen... die draußen nach oben steigen und in der Wolke dann sichtbar werden, durch die Wolke, das nennt man auch kondensieren. In der Wolke ist kondensiertes Wasser. Verrückt. Verrückt. Und jetzt sage ich dir noch was. Also das ist jetzt für super, super, super Schlaue. Wenn gasförmige Wasserteilchen abkühlen und zu flüssigen Teilchen werden, diesen Prozess nennt man Kondensieren. Ja? Oh, das muss ich mir aber schon noch mal merken. Ja, genau. Wir hatten ja die Wasserzustände gasförmig, flüssig und fest. Und wenn gasförmiges Wasser zu flüssiges Wasser wird, nennt man das Kondensieren. Mensch, kannst du dich erinnern, Paula, an den Versuch, wo wir denn das Wasser im Topf zum Kochen gebracht haben? Da war am Deckel, waren doch ganz viele Tröpfchen. Ja, richtig. Das ist auch kondensiertes Wasser. Ah, ja, ich weiß. Jetzt, genau, jetzt so erinnere ich mich das. Natürlich. Ja, ja, waren auch Tröpfchen. Genau. So, und für die Schüler jetzt im Klassenzimmer, die kriegen jetzt die Aufgabe zu diesem wunderschönen Bild mit dem Wasserkreislauf, einen Hefteintrag zu machen. Ja? Und diesen Hefteintrag schreibt Ihnen die Frau Kaiser an die Tafel. Dann können Sie das Bild einkleben und die Sätze dazu schreiben, damit Sie das nicht mehr vergessen. Welche Überschrift kommt denn da drüber? Was haben wir denn da? Ja, eben Wasserkreislauf. Genau. Überschrift heißt der Wasserkreislauf. Denk auf jeden Fall auch an das Datum. Und eine schöne Schrift, damit du das auch noch später lesen kannst, wenn du es mal vergessen hast.
Genau. Gut, das war für heute Sachunterricht, Paula. Mensch, ja. Hast du gut aufgepasst und gut mitgemacht heute, gell? Ja, und jetzt? Und jetzt machen wir die nächste Stunde? Kunst. Kunst, Mensch. Und da, Paula, da habe ich eine Überraschung für dich. Oh ja. Zeig sie dir. Wirklich? Ach. Ja. So, Paula, dann zeig doch mal den Kindern, was du für sie in Kunst dabei hast. Ja, und schnipp. Oh, Mensch, das ist ja ein Ausmalbild ja, von dir. Und wer ist das? Hä? Wer ist das? Natürlich die Paula. Ja. Mensch, ja, ich habe mir gedacht, Paula, ja. Heute ist ja die letzte Kunststunde vor den Sommerferien. Oh. Ja, und damit die Kinder eine Erinnerung an dich haben, oh, ja. Können sie dich zu Hause aufbewahren. Echt? Mich? Aha. Genau, und dann immer wieder an dich denken. Das finde ich eine wunderbare Idee. Das ist super, gell? Finde ich auch. Ja. Und ich bin überzeugt, die Kinder mögen das auch. Ja, da können sie mich anmalen. Richtig. Und zwar so, wie sie wollen, gell? Sie könnten dir gestreiftes Oberteil machen. Ja, endlich mal. Ich habe immer nur dieses rosa Ding an. Ja. Mit diesem ranzigen Bändelchen. Genau. Oder gepunktet oder kariert oder was weiß ich. Oh ja, da bin ich aber sehr gespannt. Ja. Und dafür nehmt ihr bitte Buntstifte, damit das möglichst schön wird. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja Fotos schicken. Ja, das wäre natürlich wie ihr es angemalt habt. Gell? Das würde uns nämlich sehr freuen. Oh ja, natürlich, genau. Mhm. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Anmalen. Ja. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Tschüss.